Ihr habt vielleicht davon gehört, Clipper soll eine super Firma sein, um schneller, besser, toller zu drucken. Aber das Ganze gab es natürlich noch nie auf einem kommerziellen Drucker, den man direkt kaufen konnte. Doch das Ganze ändert sich demnächst. Wer und was dahinter steckt, direkt nach dem Intro. Clipper ist eine Firmware, da laufen die Berechnungen nicht mehr auf dem Motherboard im Drucker, sondern auf einem vorgeschalteten Raspberry Pi. So ist das Setup bei den meisten. Ich bin auch gerade daran, das aufzubauen. Falls ihr genauer wissen wollt, was Clipper ist, das verlinke ich euch hier oben. Dazu habe ich nämlich schon mal ein Video gemacht. Und falls ihr die Unterschiede zwischen Clipper und Marlin genauer wissen wollt, verlinke ich euch die auch nochmal hier oben. Dazu gibt es auch ein entsprechendes Video. Wer möchte Clipper jetzt als Firmware für ihren Drucker direkt rausbringen? Einmal der FSHand V400 soll mit dieser Firmware von Werk aus ausgestattet sein und nachziehen will auch BQ mit dem Huracan. Das Ganze stimmt mich eigentlich froh. Ich freue mich drauf, was daraus wird, weil das Ganze bietet natürlich einige Vorteile für uns. Die Entwickler und Programmierer der beiden Firmen setzen sich natürlich dabei intensiver mit Clipper auseinander, als wir das wahrscheinlich jemals tun werden und gucken auch da tiefer in die Codes rein. Es ist ja auf Python und C++ Basis, also eine ziemlich verbreitete Programmiersprache. Ich denke, die können da schon das Leistungsmaximum dann wirklich aus dem Drucker rausholen und wir können uns freuen, dass das schon vorinstalliert ist. Somit sinkt auch die Hemmschwelle für viele, sich Clipper zu holen, weil sie nicht so technisch versiert sind oder keine Lust auf diesen ganzen Aufwand haben. Sie können es dann einfach kaufen und somit vielleicht schon bessere Druckergebnisse als mit Marlin bekommen. Das Ganze klingt schon ziemlich cool. Wie ihr vielleicht schon wisst, Clipper muss nicht zwangsweise auf einem Raspberry Pi laufen. Da gibt es auch andere Möglichkeiten, wo das drauf läuft. Ich bin gespannt, wo die Reise da entsprechend hinführt. Der Artikel ist wie immer unten verlinkt und teilt mir gerne in den Kommentaren mit, was ihr vom kommerziellen Clipper haltet. Ob ihr euch drauf freut oder ob ihr da noch Bedenken habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.